Es wartete ein feuriges Derby in Dresden. Dynamo nach der Pleite in Essen mit viel Wut im Bauch vor knapp 30.000 Zuschauern gegen den halleschen FC. Der HFC, die Mannschaft von Sreto Ristić, beim Team von Markus Anfang, die Favoritenrollen waren klar verteilt. Dynamo zu Hause noch ohne Punktverlust, Halle erst mit einem Auswärtszähler. Aber der HFC mit richtig mutigem Beginn im Nebel von Dresden. Siebte Spielminute, Kraulich verschätzt sich, Baumann bleibt cool. 1-0 Halle, der frühe Stimmungskiller von den Saalestädtern an der Elbe. Baumann, 7 Jahre bei Dynamo aktiv gewesen. Ausgebildet bei Schwarz-Gelb, mittlerweile die offensive Lebensversicherung beim HFC. 6. Saisontor, Kaltschnäuzigkeit pur im Abschluss. Starker Auftakt des HFC, starke erste Halbzeit des HFC. Sie ließen Dresden überhaupt nicht zur Entfaltung kommen und spielten immer wieder frech nach vorn. Andor Bolicki, der den Vorzug vor Skenderovic bekam, ansatzlos einen guten Meter am Tor vorbei, 38 Minuten rum. Dresden mühte sich, aber Dresden spielte ohne den verletzten Hauptmann ideenlos. Und der HFC bastelte am 2:0 wieder Bolicki gegen Triljaccia. Nochmal Bolicki, nochmal Triljaccia. Sie ließen ihre mitunter Top-Gelegenheiten liegen. Dynamo spielte die vielleicht schwächste erste Halbzeit der Saison. In der Nachspielzeit dann aber nochmal Freistoß. Der von Will in die Mauer, die Flanke dann aber top. Kutschke gegen Müller und Borkowski per Abstauber. Der Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff. Der lag wahrlich nicht in der Luft. Aber es ist dann eben auch eine Spur Effizienz und vielleicht auch ein bisschen dieser Heimmacht geschuldet. Müller reagierte erst sensationell gegen Kutschke. Gegen den Nachschuss war er freilich machtlos. Sreto Ristić konnte trotzdem zufrieden sein. Das war ein astreiner Auswärtsauftritt seiner Mannschaft. Aber es stand 1:1 und nach der Pause änderte sich das Bild. Dresden straffte sich. Und Halle dachte, hier, der Ball ist im Aus. War er aber nicht. Lewald spielte weiter und die Flanke war perfekt für natürlich Tom Zimmerschütz. Letzte Saison 10 Buden für den HFC. In dieser Spielzeit im Dress der SGD noch glücklos. Nur als Vorbereiter glänzte er bis hierher. Und dann platzte der Knoten. Ausgerechnet gegen Halle. Dresden hatte das Spiel gedreht und in der Folge auch mehr oder weniger souverän unter Kontrolle. Gute Stunde rum, Borkowski mit einer guten Einzelleistung, aber Müller verhinderte den Einschlag. Der HFC kam nach dem Seitenwechsel zu keiner Top-Chance mehr, hielt aber beim Tabellenführer trotzdem stark dagegen. Am Ende ein Arbeitssieg für die Mannen von Markus Anfang. Dank Matchwinner Tom Zimmerschütz. Wir haben über Tom Zimmerschick gesprochen, heute ist der Knoten geplatzt. Das ist manchmal so, wie es im Fußball läuft, oder? Ja, ich habe immer wieder gesagt, der Junge, der arbeitet, macht und tut. Und heute hat er sich belohnt und schießt nicht nur, dass er ein Tor generell schießt, sondern schießt auch das entscheidende Tor. Und das hat er sich hart erarbeitet und hat er hoch verdient. Generell auch vom Kämpferischen waren wir, glaube ich, gut drin. Wir haben ja auch die letzten Wochen, glaube ich, immer gute Spiele gemacht, wo wir halt mal gleich 10 Minuten Blackouts hatten, aber momentan wird es leider noch nicht belohnt momentan, aber ich bin mir sicher, wenn wir genauso weiterspielen, kommen die Punkte. Halle investiert Woche für Woche eine ganze Menge, belohnt sich aber viel zu wenig und steckt deshalb weiter im Tabellenkeller fest. Und Dynamo hat einen neuen Vereinsrekord. Dank Zimmerschied sind es jetzt 9 Drittliga-Heimsiege in Folge und nebenbei wurde auch noch die Tabellenführung weiter ausgebaut. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.